Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und heute reden wir nicht mit ihm, sondern mit ihm. Der sieht ja ganz normal aus. Daniel! Mensch, sieht's eigentlich aus wie ein Tränenvolk. Die Wüstenpferde sprachen von dem Überfall auf ihre Karawane. Die Worte eines Fremden mögen nicht viel zählen, dennoch haben sie mein Mitgefühl. Das Tränenvolk trauert auch um ihre Freunde. Es trauert sogar um Weißbeine. Es sind mitfühlende Seelen. Unschuldige Seelen. Falls es so etwas gibt. Trotz der Geschehnisse hoffe ich, dass Joshua und ich ihnen helfen können. Aber offen gesagt, erst einmal brauchen wir ihre Hilfe. Joshua hat mir gesagt, dass sie ein paar Dinge brauchen. Ich glaube, das ist alles. Das soll mich doch. Ich hatte schon fast die Hoffnung verloren, überhaupt etwas zu bekommen. Stammesleute sind clever, aber ein wenig ignorant. Ein Tabu aufzugeben ist nicht leicht für sie. Also musste es einer von uns sein. Dabei brauchte es nur einen Ungläubigen. Oder nichts für ungut. Diese Vorräte sind ein Segen. Aber wenn wir Zion ohne weiteres Aufsehen zu erregen evakuieren wollen, muss ich sie nochmal ins Tal zurückschicken. Spähen Sie für mich ein paar Gebiete der Weißbeine aus und suchen Sie eine Karte von Grand Staircase, einer Wildnis weiter im Osten. Und dann wären da noch die Straßen. Wir verlassen den Park an seiner Ostseite, aber ich bin nicht sicher, ob der Weg frei ist. Wie kann ich helfen? Ich werde tun, was ich kann. Ich weiß Ihren Eifer zu schätzen. Nicht viele Menschen da draußen im Ödland zeigen sich Fremden gegenüber so uneigennützig. Da Sie im Tal schon etwas herumgekommen sind, könnte Ihnen auffallen, dass die Weißbeine aktiver werden. Eine Jägerin des Tränenvolkes, Erwachende Wolke, wird Ihnen auf Ihrem Weg zur Seite stehen. Sie ist besonders gut darin, beinahe unsichtbar zu sein. Danach kommt es nur darauf an, alle sicher hier herauszubekommen. Und Sie können hoffentlich ohne weitere Probleme in die Mojave zurückkehren. Daniel hat Ihnen Vorkriegsdynamit und einen speziellen Detonator gegeben. Sie sind als Waffen nicht zu gebrauchen, aber könnten nützlich sein, um bestimmte Höhlen zum Einschutz zu bringen, falls es nötig wird. So, hier trennen sich unsere Wege. Ich werde wieder im Lager der Wüstenpferde gebraucht. Vielleicht treffen wir uns dort irgendwann wieder. Bist du sicher? Du warst mir bisher ein hilfreicher Begleiter. Tut mir leid. Joshua hat sich klar ausgedrückt. Wir bringen dich zu Daniel, dann kehren wir heim. Das musst du mit ihm klären, wenn du willst. Dann richte Joshua Grüße von mir aus. Werde ich. Gut gonnen, Ak Is. Jo. Daniel sagt, ich soll mit ihnen reisen, bis sie ihre Erkundungen beendet haben. Ist ihnen das angenehm? Klingt gut, auf geht's. Sicher. Wir sollten uns beeilen. Erwachsene Wolke hat ihnen das extra still wie Wasser, wie die Wasser verliehen. Mit Erwachsene Wolke in der Gruppe ist es um einiges leichter, an dem Weißbein vorbeizuschleichen. Ihre Wahrnehmung ist reduziert. Daniel. Schön, dass Sie noch unter uns sind. Was kann ich für Sie tun? Das klingt ja beruhigend. Gibt es noch eine andere Möglichkeit für mich, dem Tränenvolk zu helfen? Wenn Sie es erübrigen könnten, würde uns Heilpulver sehr helfen. Wir haben zwar ausreichend Stimpaks, aber auch die gehen irgendwann zur Neige. Brock- und Xanderpflanzen wachsen überall im Tal. Und vielleicht lassen sie sich auch bei Weißbeinen finden, denen sie begegnen. Sie erwähnten, dass sie Heilpulver benötigen. Ich habe welches, falls sie noch interessiert sind. Das ist großartig. Wir haben Bedarf an allem, was sie entbehren können. Hier ist eine Einheit. Nein, nehmen Sie drei. Danke. Das wird uns weiterhelfen. Was machen Sie hier? Früher war ich beim Tränenvolk für medizinische und andere Fragen zuständig, aber mein Bischof hat mich als Missionar hierher geschickt. Wir Neukanaaniter glauben, dass es für jeden einen Pfad zur Erlösung gibt. Darum ist es wichtig, denjenigen, die willens sind, diesen Pfad zu zeigen. Sie sagten, Sie hätten früher dem Tränenvolk bei Problemen geholfen. Was machen Sie jetzt? Ich möchte wiedergutmachen, dass ich unser Problem zu Ihrem Problem habe werden lassen. Das der Neukanaaniter, meine ich. Wir hatten immer Konflikte mit den Weißbeinen und bei Joshuas Rückkehr hat Caesar sie davon überzeugt, die Neukanaaniter ganz zu vernichten. Das schließt auch Stämme ein, mit denen wir arbeiten. Es ist bereits... Ich möchte nicht, dass dem Tränenvolk etwas zustößt. Ist es schon früher passiert, dass die Weißbeine andere Stämme angegriffen haben? Ja, aber nicht nur Weißbeine, auch Raider, Prospektoren, Sklavenhändler. Jeder, der glaubt, die Unwissenden und Unschuldigen ausbeuten zu können. Wir verloren die Teerläufer und die wilden Hörner. Wir gaben unser Bestes, machten aber Fehler. Wir mussten dafür bezahlen, aber sie noch viel mehr. Ich möchte diese Schuld eines Tages beglichen wissen.
Bis dahin reicht es, nicht noch weiter in Unheil zu geraten. Die Weißbeine sind bereits hier. Also was ist Ihr Plan? Das Tränenvolk von jeder Gefahr fernzuhalten. Erstaunlich, wie die Weißbeine uns gefunden haben. Aber das hat sicher Opfer gekostet. Aber nach Osten kommen sie nicht nach. Nicht nach Grand Staircase. Sie wissen nicht, wie man sich von der Natur ernährt. Dort wären wir in Sicherheit. Reden wir über was anderes. Sehr gern. Warum möchten Sie Zion unbedingt evakuieren? Sie sehen nicht wie ein Pazifist aus. Ein altes Sprichwort sagt, wer den Frieden will, muss bereit sein für den Krieg. Das kommt schon halbwegs hin. Ich würde jedes Weißbein töten, das sich in dieses Lager schleicht. Aber nur, um das Tränenvolk zu schützen. Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Aber das Tränenvolk weiß nicht wie. Joshua und ich schon. Ich habe es angerichtet. Ich mache es wieder gut. Es ist richtig, dass Sie gehen, aber ich glaube, Sie sollten keinen der Weißbeine umbringen. Das ist Ihre Meinung. Aber Sie sind auch nicht verantwortlich für diese Menschen. Wenn ich töten müsste, um Sie zu beschützen, dann würde ich es tun. Gewalt führt nur zu mehr Gewalt. Halten Sie mal 3 Tage lang die Hand von einem Stammeskind, einem Flüchtling, dessen Eltern von RNK-Prospektoren getötet wurden. Die Prospektoren treiben den Rest des Stammes zusammen und schießen, um alle zu einem Haufen zusammenzutreiben. Eine Granate tötet noch 6 weitere der Stammesmitglieder. Sie überleben nur, weil jemand anderes die Splitter mit seinem Körper abfängt. Sie liegen auf dem Boden, ihnen klingeln die Ohren und sie halten immer noch die Hand des Mädchens, weil das alles ist, was von ihr übrig ist. Wenn Sie mir jetzt immer noch weismachen wollen, dass es besser ist, sich herauszuhalten, schenke ich Ihnen vielleicht mein Gehör. Ja, mit so einem kannst du nicht diskutieren. Das sind halt so fundamentalistische... Oh! Amerikaner. Im Endeffekt. Was wissen Sie über die Weißbeine? Sie sind hasserfüllte Wilde, deren einziges Ziel es ist, zu plündern und zu zerstören. Ihr Anführer ist ein Teufel namens Salz in der Wunde. Er ist ein Mann des Krieges. Alles, was er und sein Stamm besitzen, wurde durch Mord, Totschlag und Aasgeierei zusammengetrieben. Es heißt, niemand sei im Nahkampf tödlicher und seine Powerfaust habe hunderte Schädel zertrümmert. Aber was für eine niedere Art des Anführens wäre das? Ein Stamm, der nur den Krieg kennt, kennt keine Zukunft. Darum wird er ihn zu Caesar führen. Was wissen Sie über den Vater in den Höhlen? Vater in den... Ah ja, das ist ein Geist, von dem das Tränenvolk einst glaubte, er würde von den Höhlen in diesem Tal aus über sie wachen. Ein paar der Höhlen hier sind gekennzeichnet, weil sie glauben, ihr Betreten würde bestraft. Ich denke, je mehr sie die Lehren der Neukanaaniter annehmen, desto mehr geben sie ihren alten Aberglauben auf. Sie sollten mit ihnen reden. Sie glauben, dass ihr Herr und der Vater dasselbe sind. Oh. Natürlich, wie dumm von mir. Sie glauben vermutlich auch, dass Maria die Mutter und Jesus das Kind ist. Kein Wunder, dass sie so schnell lernen. Das zeigt nur wieder einmal, wie schwer es oft ist, zu kommunizieren. Ja, ich brauche medizinische Hilfe. Können Sie mir helfen? Mit den meisten Problemen kenne ich mich aus. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche medizinisches Material. Ich kann Ihnen medizinische Hilfe anbieten und dabei auf unsere Vorräte zurückgreifen. Aber ich habe nichts zu verkaufen. Ich muss die Probleme in Angriff nehmen, wenn sie auftreten. Und die meisten betreffen das Tränenvolk oder die Wüstenpferde. Tränenvolk und Wüstenpferde sind weitgehend sicher. Ich werde draußen von dem Weißbein abgeknallt. Sie haben recht. Seien Sie vorsichtig, damit Sie gar nicht erst Verwendung dafür finden. Oh. Heilumschlag? Aha, aha. Ja, ich will eigentlich nur Sachen verkaufen. Hier und... Wieso habe ich denn... Achso. So, der Rest ist geschenkt. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Aber jetzt müssen wir erstmal hier zur Morning Glory Höhle. Wieso kann ich denn nicht von hier schnell reisen? Aber ich kann schlafen. Dann ist es vielleicht hell. Schön. Dann kann man nämlich auch mal versuchen,
darf ich nicht mitnehmen, ne? Nein. Die restlichen beiden Punkte hier zu finden. Die Stone Bowman Söhle zum Beispiel. Ich wäre ja schon gerne alles auf dieser Karte erkundet haben, nämlich. Hier ist nichts. Ich dahin könnte. Da oben sind einfach nur Mitglieder. Da geht's doch zur letzten Höhle, ne? Da oben muss ich hocken. Okay. Das könnte man hinkriegen. So. Also ich verstehe es halt nicht. Die laufen hier ja überall rum tagsüber. Und trotzdem sind die bei denen rein. Ich verstehe das halt gar nicht. Hallo. Die Half-Mouse-Höhle. Ich habe doch jetzt irgendwie ganz viele Aufträge bekommen auch, ne? Sammelt die Wurzeln von drei heiligen Dingern hier. Habe ich da nicht schon? Ja, genau. So, wir finden sie eine Karte des Grand Staircase Gebiets. Optional löschen sie das Lager der Weißbeine bei Bickern Bluff. Stehen sie den Kriegstoten aus der Weißbeine aus dem Lager und kümmern sie sich um das Lager der Weißbeine. Töten sie die Weißbeine, die Fall legen. Schaffen sie die Fall auf der Brücke. Töten sie die Angriffe bei Pine Creek. Mache ich erstmal die Kundschaftermission. Sehe ich mal gerade als wichtiger an. Oh. Ich brauche so einen. Hola, du Nani. Hola, ¿qué tal? Zack. Aber nichts mit dieser Wurzel. Ne. Nix mit dieser Wurzel. Ich weiß, Sie wollen Zion bald verlassen. Aber vielleicht finden Sie Frieden, wenn Sie hier bleiben. Denken Sie darüber nach. Ja? Ja, ja. Werde ich bestimmt. Ja, also ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich diese letzte Karte... warte mal. Ich kann hier ja noch höher. Irgendwie. Ah, da habe ich die letzte Wurzel. Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Das ist die große Frage dieser Folge. Toll, das ist eine Sackgasse hier. Das sieht gut aus. Ja. Hallo. Oh, das sieht aber nicht sehr friedlich aus hier. Wow. Ich hab trotzdem ein Bein verloren. Ja, nein, ist klar. Ey, das nimmt ja viel Gewicht weg, fällt mir gerade mal so auf. Ich mach 12 damit, ne? 10 mal 12 ist 120. Dann habe ich auch keine radioaktive Strahlung mehr.
Gut. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber was ist denn dann hier bitte schön so wertvoll ist, dass das so brutal gesichert wird? Daniel sagt, die Menschen außerhalb des Tals wandeln nicht auf dem Pfad des Vaters. Dass das hier so brutal gesichert wird. Mit sich, wenn sie gehen. Hier ist doch nichts, außer so ein Breaking Bad Labor. Hä? Ich versteh's nicht. Warte mal. Alles sonderbar. Hier ist ein bisschen was, aber nicht viel. Oh, raus. Das war glücklich. Okay, es geht also jetzt hier in den Teil. Ja, gehe ich ab der Morning. Ich kann nicht schnell wandern. Warum denn nicht? Ich bin noch an der frischen, freien Luft. Oh Gott. Ich dachte, das Wasser wäre tief genug. Dachte, das war wahrscheinlich dann mein Fehler da. So. Keine Ahnung, warum ich hier schnell reisen kann. Wer steht denn da hinten? Jetzt sollte ich auch ab hier mal wieder meine normalen Waffen nehmen. Was macht denn Joshua hier? Das doch. Ja, der wird gleich bestimmt mit uns reden. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Herr, gedenke der Kinder Edom, dem Tag Jerusalems, die da sagten, rein ab bis auf ihren Boden. Du verstörte Tochter Babel, wohl dem, der dir vergilt, wie du uns getan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und zerschmettert sie an dem Stein. Wissen Sie, was das heißt? Sie möchten Zion nicht verlassen. Sie würden lieber die ganzen Weißbeine hier umbringen. Bei diesen beiden Möglichkeiten, ja. In einer perfekten Welt würden sie uns vielleicht in Frieden leben lassen. Aber die Welt ist nicht perfekt. Ich habe keine Freude am Töten. Aber wenn es rechtmäßig geschieht, ist es eine Arbeit wie jede andere. Mit Übung geht alles leichter von der Hand. Und Gott weiß, dass es hier noch viel zu tun gibt. Diese Unterhaltung ist etwas düster. Was war das mit dem Wohl dem, der die Kinder zerschmettert? Glücklich ist, wer für Gott arbeitet. Zion gehört Gott und dem Volk Gottes. Es ist ein natürlicher Tempel und ein Zeichen seiner Herrlichkeit. Als unser Gott in den durch Geldwechsler und Biester verschmutzten Tempel kam, hat er sie gebeten zu gehen? Hat er geweint? Ist er einfach gegangen? Nein, er hat sie vertrieben. Es ist eins, einen Schlag zu verzeihen, aber Beleidigung Gottes will, nein, sie erfordert eine Korrektur. Na gut, nehme ich an. Ich und die Wüstenpferde sind darauf vorbereitet, alles Notwendige zu tun, um Zion vor den Weißbeinen zu schützen. Und obwohl Daniel das nicht wahrhaben will, ist auch ein großer Teil des Drädenvolks vorbereitet. Sie sind keine Krieger, aber dies ist ihre Heimat. Wenn Sie mit Daniel darüber sprechen können, bitten Sie ihn darum, die Verteidigung von Zion in Betracht zu ziehen, statt einfach wegzugehen.
Er hat gute Absichten. Aber ich fürchte, wenn wir das Tränenvolk evakuieren, wird Zion für sie und für uns immer verloren sein. Vor allem hat dann doch das, die Weißbeine-Fall gewonnen. Was wissen Sie über Salz in der Wunde? Er ist ein Schlechter. Glauben Sie mir, ich kenne das gottlose Feuer, das in seinem Herzen brennt. Ich habe mich selbst daran verbrannt. Er ist keiner von denen, der das Töten von Untergebenen erledigen lässt. Nein, er nimmt das gerne selber in die Hand mit seinem Speer. Er stellt sich selber vor Gott als Scheußlichkeit dar. Ich freue mich, als Instrument göttlicher Gerechtigkeit dienen zu dürfen. Meine darf ich Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen? Das mag ich eigentlich nicht. Aber ich bete zu Gott, dass jemand aus meinen Fehlern lernt. Was möchten Sie wissen? Haben Sie starke Schmerzen? Kann ich irgendwie helfen? Danke für das Angebot, aber Sie können nichts tun. Wir nehmen keine Medikamente, aber ich weiß schon seit langem, dass Sie mir nicht helfen. Sie hört nie auf zu brennen, meine Haut. Jeden Tag muss ich die Bandagen durch frische ersetzen. Wenn Luft an meinen Körper kommt, lebe ich alles noch einmal. Aber es ist besser, sauber zu sein, als sich wohlzufühlen. Aha. Meine Ausrüstung ist reparaturbedürftig. Mal sehen. Vielleicht ist mein Stamm auf seine mechanischen Fertigkeiten zu stolz. Aber wir sind fasziniert von der Funktion einer guten Schusswaffe. 13.000 kostet alles zu reparieren. Achso, wegen der Granatwerfer. Jetzt reparieren wir die. Die können wir auch noch reparieren. Der Rest ist jetzt nicht so wichtig. Jo, tschüss. Bis zur nächsten Folge. Und kann ich jetzt schnell reisen? Nach dem Gespräch fällt mir gerade mal so ein. Jo. Das geht. Bis dahin und tschüss.